Der letzte Clip endete ja mit der Aufgabe, die Alternativen für diese beiden Suchanfragen auszuprobieren und herauszufinden, warum die Anfrage mit den eckigen Klammern 158 Treffer, für die Anfrage mit dem Punkt aber 160 Treffer liefert. Und zur Erinnerung, der Punkt matcht irgendein Zeichen. Das heißt, in der unteren Anfrage werden nicht nur die Strings mit S und D am Ende gefunden, sondern zusätzlich Strings, die nicht improves oder improved sind. Das beantwortet also die erste Frage, warum sich die Ergebnislisten unterscheiden. Die etwas schwierigere zweite Frage ist dann, welche Formen zusätzlich gefunden wurden. Denn so aus dem Kopf ist das natürlich schwierig zu beantworten. Es gibt aber einfache Möglichkeiten, das schneller rauszufinden, als die Ergebnisliste einzeln durchzugehen. Je nachdem, wie groß ihr Terminal oder PuTTY Fenster ist, sehen Sie hier aber schon recht weit oben den Treffer für Improver. Alternative Möglichkeiten werden wir dann in späteren Tutorials kennenlernen. Beide diese Anfragen finden aber nicht die unflektierte Form für Improve. Für den Klammerausdruck haben wir ja schon gesehen, dass man den Inhalt optional machen kann, indem man hinter die Klammern Fragezeichen setzt. Also haben wir da eigentlich schon zwei dieser Ausdrücke miteinander kombiniert. Und diese Kombination kann ich natürlich auch mit dem Punkt machen. Und tatsächlich werden wir das recht häufig machen. Wenn ich also den Punkt, der für jedes x-beliebige Zeichen steht, wenn ich den optional mache, dann finde ich auch die nicht flektierten Formen, also insgesamt 314 Treffer. Das sind einmal die 312 Treffer aus unseren bisherigen Clips, plus natürlich die beiden Treffer für Improver. Wir sehen also schon jetzt, wie mächtig die Abfragesprache mit diesen Operatoren wirklich ist, weil wir sie sehr flexibel kombinieren können. Und das werden wir uns noch an ganz, ganz vielen Stellen zunutze machen.